Hallo Leute, willkommen bei diesem LS22 News Video. In diesem Video zeige ich euch den Reform Primalpin, der mit dem Hay and Forage DLC in den LS22 kommt. Jo, dieser Reform Primalpin ist ein Anbaugerät für diesen Mini-LKW, den Muli, auch von Reform. Und das ist ein Ladewagen und da passt 13.900 Liter rein. Dafür, dass das Ganze so ein kleines System ist, finde ich das eigentlich eine ganz ordentliche Menge. Und aber ist halt insgesamt eine kleine Sache. Jo, gucken wir uns den mal auf der Herstellerseite an. Ja, da sehen wir ihn auch gleich in einer viel besseren Auflösung. Und das ist jetzt, so wie er dasteht, ohne den Muli. Den kriegen wir bestimmt auch noch mit dem Muli zu sehen. Und sie schreiben hier maximales Ladevolumen, optimale Futterqualität. Der Reform Primalpin ist der Aufbauladewagen der neuen Generation. Das Herzstück bildet ein Förderaggregat, das über ein Zahnradgetriebe angetrieben wird, gefräste Kurvenbahnen und eine optimale Lagerung der Förderschwingen garantieren optimale Laufruhe selbst bei extremen Verhältnissen. Eieieiei, schon ziemlich cool. Ja. Okay, hier schreiben sie, mit einer Gesamtbreite von 2,47 Meter verfügt der Primalpin über ein Volumen von 24 Kubikmeter. Okay, unsere ist aber kleiner. Gut, warum auch immer. Ja. Ob das ein anderer Primalpin ist, den wir kriegen? Nun, das ist ja mysteriös. Ich habe extra nochmal nachgeguckt auf der offiziellen Ankündigungsseite von Giants. Vielleicht hat er im Spiel einfach eben nur diese 13.000 paar zerquetschte Kubik. Nee, das wären dann Liter. Und hier schreiben sie von Kubik. Und in echt ist er größer. Es gibt ja Unterschiede zwischen den echten Geräten und den Geräten im Spiel. Ja, warten wir mal ab. Vielleicht ist er ja auch größer, unserer im Spiel. Das wäre doch toll. So, sie machen einen kurzen Schnitt, was ja eigentlich ganz gut ist. Ist ideal für Silagebetriebe. Aber bei uns im LS ist die Schnittgröße ja irgendwie unerheblich. Jo, schickes Teil. Da finden wir die technischen Daten. Und hier gibt es zwei Videos. Die zeige ich euch nicht, weil ich nicht weiß, ob die Hersteller das wollen, dass ich da in meinem Video deren Videos zeige. Und aber ihr könnt es euch angucken. Wie immer schreibe ich euch einen Link zu diesem Gerät unterm Video in die Infobox. Jo. Ich würde sagen, das war's schon zu dem Primalpin Ladewagen. Und wir kriegen dann in der nächsten Folge noch das andere Anbaugerät für den Muli, und zwar den Kipper. Und dann ist das eine abgerundete Sache mit dem Muli. Okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.